Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Givenny Channel. Wir kümmern uns heute um das Starfield Fahrzeug-Update, Rev 8 Buggy, ein paar Creations und wir starten auch gleich los. Ja, wer sich dann so um die Gamescom mit Starfield verbunden hat, der bekommt diese Mitteilung um die Ohren gehauen. Aber das war nicht alles, denn auf den Social-Media-Kanälen haben wir die Info bekommen, Shattered Space wird am 30. September erscheinen. Ja, mit diesem Video haben wir ungefähr noch 9 Tage, bis es endlich losgeht. Und ja, Social Media hat jetzt die Werbetrommel gerührt und wir finden überall Infos hierzu, aber natürlich auch zu den Rev 8 Buggy Update. Wir werfen mal einen Blick auf den Social Media Kanal und schauen uns an, was es da alles so Neues gibt, so im September 2024. Hier sehen wir das Shattered Space Update. Ja, einige andere Dinge gibt es halt auch noch. Ja, Shattered Space, ich kann es kaum erwarten. Und es gibt auch viele neue Infos und ja, die Achievements hier sind von Steam. Darüber können wir erfahren, dass es ungefähr 50 neue Handcrafted Locations geben wird. Es gibt 2 Shattered Space Trailer. Diese Sternstation ist nirgendwo verzeichnet. Ich mixe euch beide zu einem Trailer zusammen. Das stimmt was nicht. Wir sollten nicht hier sein. Wir müssen von Bord. Keine Bewegung und wähle deine Worte mit Bedacht. Sie entscheiden darüber, wie lange du lebst. Du bist in die Heimat von Haus Varun eingedrungen. Über dein Schicksal bestimmt nun die große Schlange. Spürst du, wie sie dein Herz umschließt? Dich einschnürt, bis es kein Ich mehr gibt. Nur noch uns. Einiges zusammengefasst und neben den 50 New Locations haben wir neue Gegnertypen, sowohl menschlich als auch als Alienform. Ja, ich kann es kaum erwarten, aber jetzt kümmern wir uns um den Buggy, der ist so um die Gamescom mit einem Update ins Spiel gepatcht worden. Hier jetzt nochmal ein Überblick zu den ganzen neuen Features, die es gegeben hat. Auf der Series X gibt es da 30, 40, 60 Bilder pro Sekunde mit VR. Ja, und hier steht es bei Features. Rev 8 Fahrzeug wurde dem Spiel hinzugefügt und ja, einiges an Gameplay allgemeines. Bei den Schiffen wurde ein Bug gefixt. Der war eigentlich ziemlich willkommen, weil man damit einige wilde Kreationen schaffen konnte. Also ein unbeliebtes. Soweit das Update von der Webseite. Natürlich hat das neue Fahrzeug auch einen eigenen Trailer bekommen. Ja, hier sehen wir das Free Update Available Tonight. Das war zu Gamescom. Und es wurde da auch bei der Gamescom natürlich nochmal Shattered Space gezeigt. Und hier sehen wir ein paar Zusammenschnitte. Am 30.09. soll es kommen. Und am 16.09.2024 hat Bethesda dann einen neuen Trailer zum DLC Shattered Space für das Action-RPG Starfield einen Deep Dive Trailer veröffentlicht. Ja,
und den könnt ihr euch anschauen. Shattered Space ist in der Premium und in der Constellation Edition enthalten. Und jetzt kümmern wir uns endlich um die Fahrzeuge im Spiel. Ihr wisst es, ich liebe Forza Horizon 5 und deswegen bin ich ganz hyped auf dieses Fahrzeug, den Buggy. Ich liebe es. Als erstes kümmern wir uns um die allgemeine Übersicht über die neuen Fahrzeuge im Spiel. Buggies können wir für 25.000 Credits beim Schiffstechniker kaufen. Dort können wir auch die Farbe ändern. In Zukunft sollen wir auch dort die Waffen ändern können. Aktuell in Revue 8 ist ein Laser am Buggy verbaut. Schaden der Waffen hängt vom Kampfskill ab. Mehr Schaden beim Laser machen wir, wenn wir den Laser hochschillen. Es gibt aktuell nur einen Buggy zur Auswahl. Es gibt zwei Arten, einen geschlossenen und mit offenem Dach. Über den Kreation Club können wir ein Cargo hinzufügen. Untergründe haben einen Einfluss auf das Fahrverhalten. Schnee, Eis, Gravity etc. Schnellreise. Der Buggy fungiert auf der Karte als Schnellreisepunkt. Aus dem Buggy heraus kann man immer schnell reisen, man muss nicht erst aussteigen. Lagerung. Cargo im Revue 8 können wir keine Items einlagern. Aber hierzu gibt es Kreation Kit Mods. Es gibt noch keine Garage. Beim Landen spawnt der Buggy direkt neben dem Schiff. Steuerung. Wir können hochspringen mit einer Düse von unten, Y-Button. Wir können den Buggy beschleunigen mit RB-Button. Über Einstellungen können wir die Handhabung ändern. Standard, wir fahren in die Blickrichtung. Wir können auch die Umgebung scannen. Wenn wir über den Buggy scannen, haben wir einen weiteren Radius. Begleiter. Können nicht selber fahren, Vasco steigt hinten ein. Andere Begleiter sind Beifahrer neben dem Spieler. Begleiter kommentieren den Fahrstil. Wenn wir in Siedlungen herumfahren und Menschen umfahren, ist Sarah sehr sauer auf dich. So, das ist auch alles, was wir hier im Video sehen werden. Also ich habe das gerade eben als Inhaltsverzeichnis quasi gestaltet. Und jetzt fangen wir an. Wir kaufen für 25.000 Credits ein Rev 8. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Hierzu müssen wir irgendeinen Schiffswartungstechniker aufsuchen. Und da können wir unseren Rev 8 für 25.000 Credits kaufen. Ich möchte ein Fahrzeug kaufen. Okay, kein Problem. Erkunde Planeten mit einem Fahrzeug. Durch den Kauf erhältst du einen eigenen Fahrzeughänger und das Rev 8 wird deinem Schiff automatisch hinzugefügt. Das Rev 8 wird automatisch neben deinem Schiff entladen, wenn du landest. Du kannst dein Fahrzeug beim Schiffswartungstechniker in jedem größeren Raumhafen verwalten. Also hier sehen wir noch ein paar weitere Informationen. Das Rev 8 ist von Nova Galactic. Es soll auch andere Waffen geben, aber hier dieses Fahrzeug ist mit einem Laser ausgestattet. Wie im Inhaltsverzeichnis angedeutet, können wir ja auch die Farbe ändern und das tun wir jetzt hier auch. Dazu müssen wir einen Schiffswartungstechniker aufsuchen und drücken dann den Y-Button und dann können wir hier wie beim Schiffsbilder eben auch die Farben ändern. Nicht jedes Fahrzeug hat leicht drei Farben, aber hier dieser Buggy hat das. Ja, und dann kann man eben beim Schiffsbilder seine Farbe ändern. Und dann schauen wir uns an, wo sich unser Fahrzeug überhaupt befindet. Also, wenn wir gelandet sind, steht es einfach neben dem Raumschiff herum. Das Fahrzeug hat im Raumschiff keinen Platz, also es steht immer nur draußen herum. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, wenn du das Fahrzeug gekauft hast, steht es so irgendwie neben dem Schiff herum. Man kann einsteigen. Ja, und das Doofe daran ist, dass du keine Remote Control hast. Also, du kannst es nicht irgendwie, wenn du zu Fuß unterwegs bist, einfach so herbeiholen oder aus der Tasche holen. Es gibt allerdings auch noch eine Creation Mod, wodurch wir dann unser Fahrzeug immer herbeiholen können. Außerdem gibt es noch eine Mod, die Aufgabe hat, dein Raumschiff noch quasi so eine Garage hinzuzufügen mit allerhand Stuff, Truhen und Werkbänke. Begleiter, das ist jetzt das nächste Thema. Benötigen Sie meine Hilfe? Also, wenn wir irgendwo landen, dann können wir erstmal Vasco. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Ich begleite Sie so lange wie nötig.
Als Begleiter hinzufügen. Vasco steigt immer hinten ein und er zeigt immer ganz lustig irgendwelche Richtungen an. Also er streckt dann so seinen Arm heraus und zeigt irgendwie, ja, ist auch sowas wie Freude und Emotionen. Also das ist ziemlich cool. Also Vasco gefällt mir ganz gut als Begleiter. So sieht es aus, wenn Vasco ein- und aussteigt. Also ganz lustig. Und wieder einsteigen und wieder aussteigen und Lungsdüsen. Also Vasco hat auch das gleiche Farbschema wie das Standard F8 Modell. Die Steuerung ist ziemlich intuitiv und ja, wir können auch die Ego-Perspektive nehmen natürlich. Das sehen wir jetzt hier. Ich finde die aber sehr unbrauchbar. Also man hat ganz wenig Einsicht. Vielleicht muss man FOV ein bisschen anders einstellen, sodass es auch in der Ego-Perspektive Spaß macht, damit zu fahren. So haben sich die ersten irdischen Astronauten wohl gefühlt, als sie ihren Mond betreten haben. Ja, also mit X-Knopf drückst du die Hupe. Wir können auch Licht anschalten. Das machen wir wie beim Charakter. Nutze die Vertikal- und Vorwärtsbooster von Fahrzeugen, um über Hindernisse zu springen und dich durch unwegsarmes Terrain zu bewegen. Sprich mit einem Schiffswartungstechniker, um die Lackierung deiner Fahrzeuge zu ändern. Du kannst das Geschütz des Revier 8 aufrüsten, indem du deine Laserwaffen, schwere Waffen und Sprengstoffschilds verbesserst. Beim Zielen an Bord eines Fahrzeugs verbraucht der Zielmodus O2, um die Zeit vorübergehend zu verlangsamen. Du kannst die Fahreigenschaften deiner Vehikel im Einstellungsmenü an deine Vorlieben anpassen. Die örtlichen Behörden sehen es, genau wie Sarah, gar nicht gern, wenn du mit einem Fahrzeug durch dicht bevölkerte Städte fährst. Zum Thema Steuerung passt auch, dass die Ladebildschirme hin und wieder dazu Hinweise geben. Aber wenn uns das nicht reicht, können wir auch noch in die Einstellung gehen und diesen anderen Modus einschalten. Den habe ich mal ausprobiert, aber der ist für mich überhaupt gar nicht spielbar. Natürlich können wir auch mit dem Rev 8 Material looten und farmen oder abbauen gehen. Die Handhabung ist genauso wie mit dem normalen Charakter. Also man zückt seinen Scanner, aber anstatt die Sachen zu markieren oder so, kann man die einfach abschießen mit seiner Laserkanone. Wie das Ganze dann nachher funktioniert, wenn wir auch ballistische Waffen auf dem Dach haben, wird wahrscheinlich genauso sein, aber hier können wir das abbauen, also die Materialien, indem wir einfach auf sie schießen. Und es funktioniert genauso wie beim Cutter, wenn wir beide Tasten nutzen beim Scannen und beim Looten, dann geht das Ganze schneller. Da das hier eine Waffe ist, statt einfach nur ein Cutter, zoomt er dann näher ran und du kannst die Materialien schneller abschießen. Oder anders ausgedrückt, dein Schuss ist effektiver. Ja, und außerdem kann man die Analyse betreiben, durch die Gegend fahren, die Fauna, Flora und Ressourcen, ja, scannen, die Analyse dazu betreiben. Und so sieht es halt aus, wenn man das tut. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, können wir nochmal ein guten Rundumblick machen. Also ich finde, die ganzen Reifen sind sehr gut gelungen. Das ist diese Honey-Wabenform, die ja auch tatsächlich bei einer Mars-Mission benutzt wird. Und ja, das sieht schon richtig cool aus und detailliert. Das sind übrigens Xbox Series X Gameplay-Szenen. Ich finde auch den Vasco hinten drauf ziemlich cool, wie er so animiert ist. Und dann kommen wir weiter zum nächsten Thema. Und jetzt geht es natürlich um den Buggy Rev 8 weiterhin. Aber wir kümmern uns jetzt um die Bootfunktion. Also wir wissen nicht genau, wie es jetzt in Zukunft sein wird. Aber der Rev 8, der Buggy, der hat die Funktion, dass man mit ihm auch schwimmen oder das Gefährt als Boot benutzen kann. Und das schauen wir uns jetzt hier gleich mal genauer an. Und zwar bin ich da nach Paradiso gefahren oder geflogen. Und ja, da ist ein großer Teich und den haben wir mal ausprobiert. Also man kann den Rev 8 auch im Wasser benutzen und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ob es wirklich schneller ist, als wenn man da sein Boost Pack benutzt oder durchschwimmt, das wage ich mal zu bezweifeln. Und hier gibt es auch ein paar Tüpfel,
wo man auch prima durchfahren kann. Also hier nochmal den Einsatz der Düsen im Wasser. Ja, schönes Plätschchen. Und naja, also mit Boost Pack wird man schon wohl schneller sein. Aber insgesamt frage ich mich schon, ob man immer mit dem Buggy schneller ist als zu Fuß. Und natürlich kann man mit den Rev 8 oder überhaupt mit den Buggies auch kämpfen. Und das schauen wir uns jetzt hier genauer an. Den Buggy im Kampf, also keine großartigen Gameplay-Szenen. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Planeten aufgesucht. Ich denke, ja, Creed ist das. Da habe ich ein paar Alien-Formen gesucht oder und die auch gleich gefunden. Und ja, so sieht es also aus. Also die Waffe ist effektiver, wenn man seine Skills dazu auf Ballistik, Laser und so weiter alles hoch skillt. Allerdings sind damit die Kampfskills gemeint, also jetzt nicht die Weltraumschiffe. Da gibt es ja dann auch noch extra Schilds oder Skills, die man hochleveln kann. Also, der Buggy hat ja einen Laser und ja, ich habe keinen Laser so hochgelevelt. Tatsächlich habe ich mich eher um andere Waffenarten gekümmert, um ballistische Waffen zum Beispiel und ja, Raketen, Shotguns, Sniper und all solche Sachen. Und ja, also man kann natürlich auch gegen Menschen und Roboter kämpfen und so sieht es dann aus. Meine Laserwaffe ist noch nicht so geschillt. Ja. Vorsicht! Bei der niedrigen Schwerkraft fliegt man leicht weg. Und dann kümmern wir uns um das Fahrverhalten. Also verschiedene Untergründe haben wir hier. Ich bin hier auf Aquila unterwegs. Hier gibt es eine hohe Schwerkraft und ja, einige Felsen. Also wenn man so ganz langsam fährt, kann man hier auch ganz gut vorwärts kommen. Ist ein Felsen im Weg, dann kann man da drüber springen. Aber so richtig schnell vorwärts kommt man dadurch, finde ich, auch nicht. Anders ist das so hier auf dem Mond, auf so einer Mondlandschaft. Hier ist das sehr geländig und sehr felsig. Und ja, hier lässt sich das nicht so gut fahren. Allerdings ist die Fahrdynamik also sehr gut auf den Untergrund abgestimmt. Also das hat schon echt Hand und Fuß, wie sie das gemacht haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Forza Horizon 5 Mitarbeiter da ihre Finger mit im Spiel hatten, weil also das fühlt sich sehr grounded an. Also der Buggy fühlt sich so richtig auf der Oberfläche an, wenn er fährt. Also nicht so, dass man das Gefühl hat, dass er so 2 cm in der Luft irgendwie da durch die Gegend fährt. Das fühlt sich schon richtig grounded an. Und also bodenständig, also Kontakt zwischen den Reifen und dem Boden und die Nuancen und die Bewegung und die Schaukelsachen, das ist schon sehr gut gemacht. Ja, hier haben wir einen Planeten, wo man besonders gut vorankommt. Und natürlich gucken wir uns das Ganze auch auf Eis an. Also hier ist ein Eisuntergrund und ja, schlittert natürlich ordentlich. Trotzdem kommt man einigermaßen gut vorwärts, muss ich sagen. Da kann ich jetzt nicht meckern. Ja, bei diesem Planeten kann man das gut sehen. Also es gibt hier so vereinzelte Felsen, aber es gibt sehr viele gerade Flächen, wo man auch seinen Boost benutzen kann. Also hier auf diesem Planeten komme ich tatsächlich mit dem Buggy auch sehr viel schneller voran als zu Fuß. Und hier bei diesem Planeten oder Mond war das so, dass ich das mal ausprobieren wollte, wie man dann so auf unwegsames Gelände so zurechtkommen und so eine richtige Herausforderung dazu ist eben auf mein Raumschiff zu springen und durch diese ganzen gut detaillierten
ja, Umgebungsschikanen zurechtzukommen. Und man kann schon sehen, dass dieses Y-Button Schubkraft von unten oder von hinten dafür sorgt, dass man eine richtig gute Geländefähigkeit mit seinem Buggy ja hat. Also da kommt man schon ganz gut zurecht mit. Aber ich kann auch nicht bestätigen, dass man mit so einem Buggy sehr viel schneller als Fuß mit seinem Boostpack vorankommt. Das ist auf keinen Fall so. Und hier haben wir noch ein bisschen so die Geländefähigkeit. Den Boostpack kann man auch als Sprungchance nutzen. Und ja, hier um die hohe Gravity oder Low Gravity. Also wir haben hier eine geringe Gravitation und mein Buggy fliegt quasi. Und auch wenn ich sehr hoch in der Luft bin und sehr lange fliege, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich sehr viel schneller vorankomme als mit meinem Boostpack und zu Fuß. Und ja, also wenn man irgendwo ist, finde ich das auch sehr störend, dass man sein Buggy nicht einfach rufen kann oder ja, dass man den immer irgendwo abstellt oder dass sich der beim Raumschiff befindet. Also es gibt so Momente, wo man sagt, okay, jetzt wäre ich mit Buggy schneller dran. Und Momente, ja, jetzt bin ich zu Fuß besser dran. Dann lässt man den stehen und ja, jetzt könnte ich aber auch einen Buggy gebrauchen. Ja, aber dann hat man den woanders abgestellt und hat den nicht zur Verfügung. Das ist irgendwie etwas, was die vielleicht nochmal ändern sollten. Ja, und dann haben wir hier auch so spitzen Untergrund auf Eisfläche. Und hier sieht man, wie Vasco seine Hände so ausstreckt. Und manchmal zeigt er auch so Richtungen an. Das ist total niedlich gemacht, also wirklich detailliert. Also nicht nur ein paar Buggys reingemacht, sondern eben auch das Verhalten der Begleiter darauf angepasst. Das hat Bethesda ganz gut gemacht. Und hier kann man richtig coole Jumps machen. Und natürlich geht es am besten in der Wüste, finde ich. Also hier hat man große Flächen, wo man seinen Backschub, also seinen Hinterantrieb gut benutzen kann und richtig vorankommt. Ja, und dann kümmern wir uns um das nächste Thema als Schnellreisepunkt. Also den Buggy kann man auch als Schnellreisepunkt benutzen. Man kann ihn ja irgendwo hinfahren und zwischen zwei Events, also Point of Interest, einfach stehen lassen, weil man da irgendwas holen will. Und auf der gesamten Strecke kann man dann den Buggy in der Mitte abstellen und so Laufzeit verkürzen. Ja, und den Buggy in Point of Interest, also diese Gebäude, die es überall gibt auf den ganzen Planeten, so kann man damit verfahren. Also man kann da richtig reinfahren. Die Umgebung reagiert auch auf mein zerstörerisches Verhalten hier. Und die sind mir eigentlich positiv gesonnen. Es gibt ja auch Gegner. Und die sind relativ loyal, also die stören sich nicht weiter, wenn ich sie teilweise umfahre, aber wenn ich da rumschieße und die richtig ein paar Mal überheize, dann reagieren auch meine befreundeten ja, Leute darauf. Und hier sehen wir, dass man den Buggy eigentlich auch sehr gut platzieren kann. Also man kann auch so ein Point of Interest hinfahren und seinen Buggy oben platzieren und theoretisch auch von oben schießen. Das kann man alles mit dem Buggy machen. Und natürlich gibt es ja auch die Tempel und selbst bei den Tempeln kann man da prima zurechtkommen. Obwohl das hier ein bisschen eng ist, aber die sind ja meistens so umschlossen mit Felsen und so und da kann man eigentlich ganz gut hin. Manche Tempel sind auf dem Berg, wo es ein bisschen mühsam ist hochzukommen und da kann man den Buggy auch prima
prima für benutzen. Und dann kümmern wir uns jetzt hier um die Mods, die wir gesehen haben. Ich zeige euch mal, die so vor 3 Wochen so auf dem Markt waren. Und hier gibt es eine Außenposten-Mod, wo man dem Außenposten eine Garage zufügen kann. Mit Shades of Vehicle Tuner kannst du deinem Buggy ein Cargo hinzufügen. Und es gibt ja auch eine Remote Control. Dann gibt es verschiedene Buggy-Arten wie Stack and Force und hier aus Star Wars den X-34 Landspeeder Replacer. Und den schauen wir uns jetzt gleich genauer an, denn es ist eine Art Mini-Raumschiff, wo ich mir jetzt verspreche, dass ich auf so steinigen Oberflächen besser vorankomme, wenn diese kleinen Steine, also wenn das Raumschiff darüber fliegen kann. Und die Barker Rev 8 Hauler Mod fügt dem Rev 8 auch einen Cargo, einen Stauraum hinzu, den man auch mit dem Schiff und mit dem Outpost verbinden kann. Ja, und das ist der X-34 oder Star Wars Gefährt und man sieht also darunter kleine Steine und es schwebt darüber und das verspreche ich mir jetzt hier auch. So, es schwebt in der Luft und wir schauen uns mal an, wie sich das Ganze verhält, ob das nur so eine optische Täuschung ist und da irgendwelche virtuellen transparenten Reifen drin sind, die jetzt einfach nur nicht zu sehen sind. Also man kann da schon richtig fett Sprünge vollziehen. Ja, so, also das ist also noch zu hoch, also da können wir nicht rüber. Ja, also ist auf jeden Fall schneller. Und es stört halt ein bisschen, wenn der so springt und auf den Boden runterditscht. Ist zwar realistisch, aber naja, was ist an dem Spiel schon realistisch? Man kann natürlich auch seine Erze damit abbauen oder sein Material looten. Unsere eigene kleine Achterbahn. Ja, ihr könnt ja mal sehen, also so verhält sich das Raumschiff in einer steinigen Umgebungslandschaft. Na, da komme ich noch rüber. Nee. Aber kann man schon ganz gut fliegen, das Teil. Und dann gucken wir uns nochmal Old Earth ATV Standalone an. Einfach nur das Modell, wie das aussieht. Denn hier auf dem Bild sieht es ziemlich gut aus. Und hier so ist es als Gameplay umgesetzt. Also das ist das Model dazu. Old Earth ATV. Sieht nicht so ganz so geil aus. Kann man auch die Farbe ändern? Und dann schauen wir uns nochmal das Halo-Gefährt an. So sieht also das Halo-Gefährt-Model aus in Starfield. Da kann man auch die Farben ändern, allerdings nur 2. Und es gibt auch noch eine Mod, die es dir erlaubt, unter Schiffe findest du das, in deinem Raumschiff. Tatsächlich, wo du tatsächlich ein Modul hinzufügen kannst, damit du dein Buggy mit ins Raumschiff hineinnehmen kannst. Da sind auch einige Werkbänke hinzugefügt und dann auch noch ein paar Truhen. Okay, das war's. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Bis dann. Tschüssi. One.
Ich bleibe doch noch etwas hier.